be, you and me together, we could be anything. Herzlich willkommen von der Vienna Auto Show 2019. Wir präsentieren Ihnen die aktuellen Highlights und Trends des kommenden Autojahrs. Folgen Sie uns. Zum Messestand von Hyundai zum Beispiel. Dort wurde neben der aktuellen Palette auch der Nexo gezeigt. Und der fährt mit Wasserstoff und ist im Vergleich zum Mitbewerb keine Studie. Bleibt zu hoffen, dass es in Kürze auch mehr als nur 5 Wasserstofftankstellen im Bundesgebiet geben wird. Die Eyecatcher der heurigen Vienna Autoshow standen bei BMW. Der hinreißend schöne 8er und das eigentlich für Amerika designte Super-SUV namens X7 sprengten sämtliche Maßstäbe in Bezug auf Technologie und Design. Zeitlos schön ist aber immer noch der Hybrid-Supersportler i8. Aber mein heuriger Favorit ist der neue Z4, der ab März bei den Händlern stehen wird. Er hat einige Komponenten der aktuellen M-Modelle übernommen und M4 wird ihn ausführlich testen. Versprochen. Sechzig Jahre und noch immer hip ist der Mini, ein Auto, dessen Name stilbildend für eine ganze Klasse ist. Neben einem Plug-in-Hybrid war das Mini-Electric-Konzept zu bestaunen. Bleibt nur zu hoffen, dass diese Vision bald Realität wird. Um genügend Sprit für den neuen Ram übrig zu lassen. Der ist um rund 74.000 Euro einer der günstigsten V8 Österreichs und völlig neu konstruiert. Ein All-You-Can-Eat-Drive-Angebot, das nur vom Hellcat Challenger übertrumpft wird. Ich sag nur 6,2 Liter Hubraum und 717 PS. Dass sowas heute überhaupt noch gebaut werden darf. Ordentlich was unter der Haube gab's natürlich auch bei Ferrari, die heuer erstmals in Wien vertreten waren. Besonders angetan hat es uns der 488 Pister Spider, der mit seinen 720 PS in unter 3 Sekunden von 0 auf 100 sprintet. Etwas bodenständiger ging es dagegen am Stand von Opel zu. Dort feierte der neue Opel Combo Live seine Österreich-Premiere, ein 5- oder 7-Sitzer mit maximal 2,7 Kubikmeter Stauraum. Der Combo Live ist übrigens vorsteuerabzugsfähig und ab 21.000 Euro zu haben. Fahren wie Gott in Frankreich ist mit dem neuen Peugeot 508 möglich, der in Wien als Kombi namens SW präsentiert wurde. Als First Edition gibt es den 508 SW mit bis zu 225 PS als attraktives Sondermodell zum Marktstart. Apropos attraktiv, der Fiat 500 ist anscheinend ewig jung und Alpha ist seit heuer wieder in der Formel 1 vertreten. Dieser Bolide ist übrigens der Dienstwagen von Richard Mille und der Motor stammt von Ferrari. Und damit heißt es für uns einen Gang zulegen, denn es gibt noch so viele andere Neuheiten herzuzeigen. Zum Beispiel am Stand von Toyota. Der SUV-Dauerbrenner RAV4 präsentiert sich in der 5. Generation und der neue Auris besinnt sich seiner Wurzeln und darf endlich wieder Corolla heißen. Ein Stück Geschichte wurde auch bei Ford neu aufgelegt. Die Rede ist vom Bullet Mustang aus dem berühmten Film mit Steve McQueen. Aber wir machen jetzt eine kurze Pause und zeigen Ihnen nach dem nächsten Beitrag Teil 2 der Vienna Auto Show 2019. Grüß dich, Melle. Hallo. Servus. Wie geht's dir mit CHR? Ja, ich bin voll zufrieden. Wirklich? Das freut mich wirklich. Also, wir haben in August schon Freude gehabt, aber der CHR ist ja... Der CHR ist nochmal was anderes. Nochmal was drauf. Perfekt, ja. Ja, und jetzt würde ich gerne wissen, was 2019 bei euch so Neues gibt. Toyota hat fürs Jahr 2019 am österreichischen Automobilmarkt wieder ganz tolle Erneuerungen parat. Zum einen einmal der neue RAV4, die inzwischen 5. Generation unseres RAV4, wo wir auch unseren Hybrid Dynamic Force Antrieb integriert haben. Das ist ein neuer Hybridantrieb, die 5. Generation, die jetzt noch effizienter ist, noch verbrauchsärmer und gleichzeitig aber noch dynamischer.
Und zum anderen, wo sich wir schon riesig drauf gefreuen, kehrt jetzt nach 12 Jahren Auris wieder der Corolla zurück. Ein Riesenname Corolla, was viele automatisch gleich mit Toyota verbinden, wo wir jetzt eben auch diesen Hybrid Dynamic Force Antrieb integriert haben und wo wir jetzt einen neuen Motor haben mit 2 Liter Hubraum auf 180 PS Hybrid Antrieb. Gegen Ende des Jahres kommen nur 2 ganz große Namen wieder zurück. Zum einen einmal der Toyota Supra, der ja ein Riesenname ist, für Autokenner, und zum anderen aber auch der Toyota Camry, der in Österreich sehr erfolgreich war und jetzt aber auch wieder zurückkommt im Jahr 2019. Als Einführungsaktion für den neuen RAV und aber auch für den Corolla gibt es jetzt eine Aktion, bei dem wird das Driver Assist Paket jetzt gratis dabei sein. Das heißt, eine Verbesserung der Ausstattung kostenlos jetzt als Einführungsaktion. Ich höre schon, ihr habt ja eigentlich ziemlich viel mit Hybrid zum Tor. Warum eigentlich? Ja, warum? Hybrid gibt es bei Toyota eigentlich schon über 20 Jahre, inzwischen 22 Jahre. Und es war immer die Idee da, Elektro, Benzin, wie können wir das kombinieren? Und dadurch, dass man jetzt sieht, der Diesel wird immer mehr aussterben. Diesel wird es wahrscheinlich in einigen Jahren so nicht mehr geben. Sind wir der Meinung, dass wir mit unserem Hybridsystem das beste System am Markt haben? Wir müssen nichts auflohnen, wir haben auch uneingeschränkte Reichweiten, wir haben keine Lichtmaschine, wir haben keine Kupplung, wir haben keinen Starter. Das sind alles Teile, die einmal wegfallen, und dadurch habe ich ein sorgenfreies Fahren. So wie ich mit meinem neuen M4 TV-Flitzer. Über 150.000 Autointeressierte zog die Vienna Autoshow an und wir nutzten den Pressetag am Mittwoch für einen ausführlichen Rundgang durch die beiden Messehallen. Eine dieser Hallen war fast zur Gänze mit Produkten aus dem VW-Konzern gefüllt, und das kann man jetzt entweder gut oder schlecht finden. Gut gefunden haben wir zum Beispiel den Cupra Ateca, der als sportliches Geländederivat von Seat interpretiert werden kann. Alcantara und Alu im Innenraum sind einfach ein gelungener Materialmix. Am Stand von Mercedes und AMG zog uns die E-Klasse mit dem V8 Biturbo fast magnetisch an. Die Zahlen sind beeindruckend. 9-Gang Speedshift Automatik, 450 kW, 850 Newtonmeter Drehmoment, 3,5 Sekunden von 0 auf 100. Ja, und dann ist da auch noch der AMG One. Der wirkt, als käme er von einem anderen Stern. In der Beschleunigung würde ihn übrigens dieser Polo schlagen, auch auf Schotter. Aber leider gibt's den nicht zu kaufen, ganz im Gegensatz zum neuen T-Roc. Und ja, das ist ein SUV auf Polo-Basis, und der steht ab sofort beim VW-Händler Ihres Vertrauens. Der VW Bus wird seit Jahren als Studie herumgereicht und ist eigentlich schon ein bisschen fad. Die Campervans der aktuellen VW-Nutzfahrzeugpalette dagegen gar nicht, denn da steckt jede Menge Hirnschmalz und Usability dahinter. Egal ob T6, Crafter oder Caddy, es ist beinahe für jeden Geldbeutel das passende Angebot dabei. Wenig Neues gab's bei Porsche zu sehen. Am beeindruckendsten war am ehesten noch das feuerrote Spielmobil namens Carrera 4 GTS Cabriolet und natürlich die aktuellen Sporthybridmodelle. Ein riesiges Manko der Vienna Autoshow war bisher, dass man aktuelle Modelle nur im Stand bestaunen durfte. Dank dem ÖAMTC wurde der Platz zwischen den Hallen für einen Offroad-Parcours genutzt, und am Beifahrersitz einiger ausgewählter Geländewagen zeigten Instruktoren, welches Potenzial wirklich in diesen Autos steckt. Unglaublich, wie mühelos Steilpassagen und Schrägfahrten auch von SUVs gemeistert werden. Neben dem Wrangler nahmen wir zum Beispiel auch im neuen BMW X5 Platz. Und wir staunten nicht schlecht. Unserer Meinung nach war das ein echtes Mehrangebot, das gerne 2020 erweitert werden darf und über das wir im kommenden Jahr gerne wieder berichten werden. Mitten in der arktischen Kälte von Ips an der Donau bin ich hier mit zwei Herren, die verantwortlich sind für die Kolbentrophy und die mediale Umsetzung der Kolbentrophy unter anderem. Mario, wie ist diese Idee der Kolbentrophy entstanden, und warum stehen wir genau heute da in Ips an der Donau?
Also grundsätzlich, diese Idee ist entstanden, ist aber noch für sich nicht von uns gewesen, sondern wir sind selber mitgefahren voriges Jahr bei so einer ähnlichen Rallye. Und wir haben gesagt, ja, das ist wirklich eine ganz gute Idee. Und wir werden darauf schauen, dass wir das anders umsetzen und besser umsetzen. Und es hat wirklich Spaß gemacht, ist Abenteuer pur. Und warum stehen wir da in Ips? Ips wird wahrscheinlich unser Start sein von dieser Rallye. Im Hintergrund die schöne Donau. Symbolisch deswegen, weil wir werden im Laufe dieser Rallye 8 Tage, 8 Länder, werden wir öfters diese Donau kreuzen. Darum stehen wir jetzt da in Ips. Sehr schön. Wir fahren, ich sage bewusst wir fahren, denn wir fahren alle miteinander mit. Wir fahren 3000 Kilometer, wenn ich mich recht erinnere. Du hast schon gesagt, 8 Tage, 8 Länder. Aber die Challenge ist auch noch dazu, nicht mit irgendwelchen speziellen, neuen, toll präparierten Autos, sondern die Autos sind 20 Jahre alt, mindestens. Die Autos müssen mindestens 20 Jahre alt sein. Ne? Wie der zum Beispiel da, der passt natürlich vollkommen. Über den 97er gehabt, der war ein Riesenklumpert. Naja, da musst du ein bisschen aufpassen, da muss man auch fahren können. Ne? Der 99er ist super. Ja, ja, das glaube ich auch. Und ja, das sollte ein bisschen spannend sein. Das Hauptziel dieser Rallye ist überhaupt, dass du ins Ziel kommst. Und jede Menge Spaß haben. Das Spaß werden wir auf alle Fälle haben. Wir haben eine 3-Säulen-Wertung. Wir machen auf der einen Seite, das Auto wird bewertet. Es gibt Charity-Geschichten in verschiedenen Ländern. Wir werden Kinderheime anfahren, wir werden Tierheime anfahren, wo Sachen zum Spenden sind. Und dann wird es natürlich auch geben, eine Rätselrallye in diesen ganzen 8 Ländern. Das heißt, Rätsel lösen und zu einem Ergebnis kommen. Und ja, es wird sicher ein spannendes Abenteuer werden. Welche Rolle hat jetzt M4TV bei der ganzen Geschichte eigentlich? Also wir werden das natürlich begleiten. Wir haben ja auch die Seite in Facebook schon Kolbentrophy TV genannt. Da wirst du als unser Obermotorbinnen natürlich auch mit dabei sein. Den Steve packen wir noch ein. Also wir werden die Leute täglich mit Fotos und Videos und Blogs-Einträgen versorgen. Und natürlich darf ich, nachdem ja die Nummer 2 bei dem Ganzen mein Bruder ist, dem ganzen Event auch ein bisschen unter die Arme greifen, also bei der Pressebetreuung etc., ich darf da schon Danke sagen an die niederösterreichischen Nachrichten und an die Kurier, die schon berichtet haben. Ich nehme auch, die anderen werden auch in Bälde kommen. Und ihr habt es schon erwähnt mit der Donau, das, wenn ich das auch noch sagen darf, es ist ja die K&K Edition, das ist ja nicht nur für ein Jahr geplant, es wird dann im nächsten Jahr andere geben. Und da hat natürlich die alte Monarchie ein bisschen eine Rolle und wir kreuzen die Donau zum Beispiel wieder in Belgrad. Aber es gibt auch so Orte wie Sarajevo und Dresden anzufahren. Also ich glaube, es ist ein Abenteuer für eine Geldbörsenbreite, die überschaubar ist und von dem her sollte es eigentlich ein toller Erfolg werden. Mario, wo kann ich mich jetzt anmelden und wie groß darf das Team sein, mit dem ich mittue? Also Anmeldung ganz einfach unter www.kolbentrophy.at. Team besteht aus 2 bis maximal 4 Leuten, also die, wo es ins Auto reinpassen. Ja, dann sagen wir ganz zum Schluss noch einmal, wo man sich anmelden kann. Ganz wichtig. www.kolbentrophy.at.